Frau Dr. Anderson, Anne hat geschrieben. Die Unikosmos-Userin sagt, im Urlaub habe ich einen total süßen Typen kennengelernt. Wir waren die ganzen restlichen Ferien unzertrennlich. Jetzt ist es leider so, dass ich in Augsburg studiere und er in Wilhelmshaven. Hat unsere Liebe trotzdem eine Chance? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, Anne, wenn ihr das beide wollt. Heutzutage sind die Möglichkeiten der Kommunikation ja enorm vielfältig. Ihr könnt also günstig telefonieren mit einer billigen Vorwahl oder einer Flatrate. Es gibt Internet-Telefon, ihr könnt euch e-mailen, ihr könnt chatten in Foren oder bei Facebook. Die Möglichkeiten sind vielfältig und sie kosten relativ wenig. Und so könnt ihr also sehr gut in Verbindung bleiben. Wichtig ist, dass ihr diese Verbindungsmöglichkeiten auch nutzt. Also ihr müsst, um euch wirklich nahe zu bleiben, braucht ihr Informationen über euch. Das heißt, ihr müsst euch gegenseitig wirklich erzählen, regelmäßig, was ihr alles gemacht habt, was ihr erlebt habt, was euch gefreut hat, worüber ihr traurig wart, was euch aufgeregt hat und ähnliches, sodass der andere jeweils informiert ist, wie es euch eigentlich geht und wo ihr steht. Und dass er sich ein Bild von eurem Alltag machen kann. Und das hilft unheimlich, die Beziehung auch zu verfestigen. Und gerade weil in dem Fall ja die körperliche Seite nicht zum Tragen kommt und auch nicht ablenkt, geht es natürlich sehr auch um das gesprochene Wort und um das vielleicht auch das Bild. Und dadurch kann man sich auch wirklich sehr gut kennenlernen. Dabei müsst ihr natürlich eins beachten, dass ihr dem anderen auch seinen Raum lassen müsst. Ihr dürft nicht anfangen, ihn zu kontrollieren. Das heißt also, wenn es jetzt Eifersuchtsszenen gibt, weil dein Freund vielleicht mit Kommilitoninnen noch abends ausgehen will oder dein Freund wird sauer, weil du mit männlichen Mitstudenten Studiengruppe hast. Das geht natürlich nicht. Wenn ihr euch dann gegenseitig Vorwürfe macht und Verdächtigungen aussprecht und euch unter Druck setzt, dann wird es nichts. Aber wenn ihr euch diesen Raum lässt und es ertragen könnt, dass der andere ein eigenes Leben dort am Studienort führt, dann kann das sehr gut klappen. Ihr müsst natürlich auch sehen, dass ihr euch so oft wie ihr könnt besuchen könnt. Denn bei aller Fernkommunikation, das Sehen und sich nahe sein, ist natürlich wirklich sehr wichtig. Und deswegen solltet ihr versuchen, so oft es möglich ist, und da könnt ihr euch vielleicht abwechseln, dass ihr euch doch mal ein Wochenende besucht oder wenn ihr Semesterferien habt, wirklich auch dann zusammenkommt. Und möglicherweise, wenn eure Liebe anhält, ist ja irgendwann auch ein Transfer möglich, dass der eine von euch den Studienort wechselt und näher zum anderen zieht.